Ja, liebe Friedrichsdorferinnen und Friedrichsdorfer, ich möchte mich mit Ihnen austauschen, ich möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen und möchte erfahren, wo der Schuh drückt. Und gerade in diesem Lockdown ist es ja etwas schwieriger, in Dialog zu treten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und es gibt ja auch Branchen, die ganz besonders von diesem Lockdown betroffen sind, die unter diesem Lockdown besonders zu leiden haben, jetzt die Gastronomie oder der Einzelhandel. Und deswegen möchte ich mich heute austauschen mit Alessandro Manino von der La Scala. Hallo. Alessandro, schön, dass du heute Abend Zeit für uns hast, dich mit uns Gerne. auszutauschen und uns ein bisschen eine Einschätzung der Lage zu geben, wo der Schuh drückt und ja, was wir vielleicht auch machen können. Deswegen gleich die Frage, die erste: Seit November haben wir den Lockdown, den nächsten Lockdown. Wie ist die Stimmung bei dir? Wie ist die Situation für dich und für dein Team von der La Scala? Ja, es ist nicht so einfach, gell? Es ist natürlich wirtschaftlich schwere Situation, keine Frage. Es belastet, es ist sehr lange. Es ist halt wirklich, du sagst es ja selbst, seit 1. November, es ist, mittlerweile sind wir im Monat 3 und im Februar haben wir wenig Hoffnung, dass wir wieder eröffnen dürfen. Also gehen wir mal fest davon aus, dass sich irgendwann im März, also um März handelt, dass wir wieder öffnen dürfen. Also es macht schon Angst, das ist existenzbeängstigend, ne? Das glaube ich. Jetzt haben wir ja, letzte Woche wurde der Lockdown ja nochmal verschärft und auch noch verlängert bis Mitte Februar. Hat das noch irgendwelche schwierigeren Auswirkungen für euch? Schwieriger nicht, aber du merkst halt natürlich das, was vorher war, dass wenigstens am Wochenende vielleicht mal zwei Familien zusammen waren und du 10 Bestellungen hast. Das ist natürlich seit diesem Wochenende komplett weg. So, also du merkst schon, dass auch die Bestellungen einfach weniger werden. So, also das ist einfach eine Tatsache. Aber dagegen, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr aus. Also, ne, wenn es dann was bringt und am Ende des Tages uns dann irgendwann gegen März dann wieder dazu führt, dass wir wieder arbeiten dürfen und wieder normal arbeiten können, dann ist mir das auch vollkommen recht. Also ich nehme das auch mittlerweile wirklich in Kauf, dass wenn Verschärfungen was bringen, dann bin ich vollkommen damit einverstanden. Okay. Also, das wäre jetzt einmal eine Frage gewesen, weil im ersten Lockdown habt ihr ja als Gastronomie auch aus meiner Sicht eure Hausaufgaben gemacht. Ihr habt ja Hygienekonzepte erstellt, die Tische auseinandergerückt, weniger Plätze gehabt und Ja. trotzdem Verständnis dafür, dass jetzt total geschlossen ist. Naja, nicht so wirklich, ne? Also ich meine, das ist ja auch immer eine Frage der Kosten, eine Frage der Lagerlogistik. Ich musste hier über 20 Tische irgendwie gucken. Ich musste Lagerfläche anmieten, um diese ganzen Tische auch wieder unterbringen zu können, weil natürlich du diese Lagermöglichkeiten nicht hast. Du gehst ja nicht davon aus, dass du irgendwann die Hälfte deiner Tische im Lokal komplett rausräumen musst, ne? Das ist halt mit allem verbunden. Die ganzen Masken, alles, was wir brauchen, das ist halt alles mit Kosten verbunden, ne? Die ganzen, zum Glück, ich meine, wir haben noch keine Belüftungsanlage, aber im Oktober hatten wir darüber gedacht, für ein paar tausend Euro hier so eine komplettere, also eine Luftanlage zur Reinigung. Ne? Wenn du die auch noch ausgegeben hättest und 2 Wochen später sagte jemand, du musst zumachen. Ich kenne Leute, die wirklich Geld in die Hand genommen haben, 20, 30.000 Euro, um ihre Lokale dementsprechend zu, also, damit diese ganzen Maßnahmen auch so sind, dass man da drin arbeiten kann. Und dann sagen die dir 3 Wochen später, du musst zumachen oder 2 Wochen. Das ist natürlich absurd, gell? Ja, also ich merke schon, ihr seid auch ein bisschen im Austausch, oder? Mit deinen Kollegen, mit den anderen Restaurants in anderen Ja, ich Dörfern. hatte heute gerade, jetzt heute war ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, dem musste ich seine Papiere ausfüllen, weil das Restaurant, wo er gearbeitet hat, hat geschlossen. Also es sind wirklich so Endzeitszenarien manchmal, wo ich. Also es sind Sachen, an die ich niemals für möglich gehalten hätte, dass wir uns irgendwann mit solchen Problemen auseinandersetzen müssen. Ne? Okay. Das ist ein Familienvater, der hat 2 Jahre hier gearbeitet und der kommt zu mir und sagt, er wurde von heute auf morgen gekündigt, weil sein Arbeitgeber ihn nicht mehr bezahlen kann, weil auch die Gelder zu spät geflossen sind. Das kommt auch noch natürlich als gravierender Punkt hinzu. Manche haben noch gar kein Geld bekommen. Okay, also das ist die Novemberhilfen, also Richtig. hat er für Novemberhilfen angekündigt und die sind ja bis Mitte Januar nicht geflossen. Wie sieht es aus? Nein, Habt ihr habt aber kein Cent. So bis vor 4 Tagen. Ich glaube, wir haben jetzt einen Teil vom Bund überwiesen bekommen, aber das vom Land ist immer noch nicht gekommen und vom November ist noch nicht gekommen. Und das sind halt einfach so Sachen, die auf Dauer dann, das ist halt, es sind wirklich, also du musst dann, die sagen dir, okay, du bekommst das Geld, du bekommst auch so ein, also du, wie soll ich sagen, du bekommst das Geld, die versichern dir, dass du das Geld bekommst, aber der Zeitraum von der
du musst irgendwie, die Kosten sind ja trotz laufende Kosten sind ja am Ende des Monats zu decken, aber du verdienst kein Geld mehr. Und wenn kein Geld reinkommt, kannst du auch deine Mitarbeiter nicht bezahlen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Es wäre wirklich sehr erfreulich gewesen, wenn sie vielleicht 2 Wochen später die Gelder wenigstens einen Abschlag so überwiesen hätten, weil so war das wirklich schwer zu ertragen. Und auch, also jetzt mittlerweile ist ein Teil gekommen, jetzt bin ich auch ein bisschen entspannter, aber bis letzte Woche war ich auch nicht, wusste ich auch nicht, wie ich Ende des Monats mache, ehrlich gesagt. Okay. Ja? Okay, also immerhin ein Abschlag gekommen. Ich habe die Woche, man spürt ja so ein bisschen auch natürlich die Frustration. Ich habe die Woche so ein sehr emotionales Video gesehen von einer Bad Homburger Wirtin. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Und hast du da Verständnis für ja, natürlich. Ja, in dem Moment, wenn eine Frau sagt, sie hat 30.000 Euro Mietschulden, da fällt mir halt einfach nichts mehr zu ein. Dass die Frau mehr als verzweifelt ist, kann ich verstehen. Die sah auch nicht aus, als wäre sie unbedingt jetzt Anfang 20, dass sie noch so viele Jahre, guck mal, was bleibt denn der armen Dame übrig? Wenn das noch 2 Monate weitergeht, hat die 50.000 Euro Mietschulden. Ich würde, also ganz ehrlich, ich würde nicht einen Tag mehr damit, also in der Gastronomie, wenn du 6 Tage die Woche 12 Stunden arbeitest und dann so solche, wie willst du das denn jemals wieder zurückzahlen können? Hm. Ne, das ist zu viel. Ich kann die Verzweiflung dieser Frau voll und ganz verstehen, wirklich. Okay. Und nicht jeder ist ich meine, wir haben natürlich in Friedrichsdorf vielleicht noch einigermaßen bessere Mieten als in Bad Homburg im Kurhaus. Nur ich kann halt jemanden verstehen, der da drin ist, wie sie, der natürlich völlig verzweifelt ist. Ne? Okay, und gibt es irgendwas, was jetzt mal in der großen Politik, was du dir jetzt besonders wünschen würdest, dass die Hilfen jetzt endlich kommen oder dass das aufgemacht wird? Nee, was vor allen Dingen würde ich halt gerne mal einen Plan haben. So, wann wir so langsam einfach mal für uns alle, damit wir mal irgendwie so Licht am Ende des Horizonts, so, wir können uns nicht monatelang, das wird immer schlimmer und die Menschen haben auch irgendwann, wie soll ich sagen, so die Verzweiflung der Menschen ist halt auch irgendwann an einen gewissen Punkt gekommen. Ne? Hm. März, wir hatten ja auch schon letztes Jahr März bis Mai und dann wieder November bis März wieder, da muss irgendwas passieren, das muss ja irgendwie alles weitergehen. Ne? Hm. Ja, klar. Ich bin ehrlich gesagt bin ich enttäuscht, aber ich wüsste aber auch nicht, wie man es besser macht. Das muss ich halt auch so sagen. Ne? Also es geht ja hauptsächlich um eine Planbarkeit, um eine Perspektive, genau. Zu wissen, okay. Vor allen Dingen, worum es mir geht, ist halt nicht immer in 2-Wochen-Takt, sondern einfach mal eine klare Linie zu sagen, ab wann wir ungefähr damit rechnen können, wieder. Also den Menschen auch irgendwie so einen Zeitraum geben zum Planen. Ne? Ein Restaurant oder auch in Gastronomie lässt sich nicht, wir haben keinen Schalter umlegen und von heute auf morgen machst du wieder und hast ja alles da. Das gehört, muss ja auch alles vorbereitet werden und. Ne? Ja. Das ist ja mit Planung verbunden. Du musst ja auch wieder deine Mitarbeiter zusammenkriegen. Ja, ja. Die sind ja alle nicht mehr da. Ne? Die müssen auch planen, klar. Kommen wir mal nach Friedrichsdorf. Ja, die Situation der Gastronomie in Friedrichsdorf, die war ja schon vorher, wie soll ich sagen, wir hatten ja nicht Überangebot an Gastronomie, sondern für eine Stadt, nach meinem Gefühl, mit 25.000 Einwohnern, mit der Kaufkraft, hatten wir relativ wenig Gastronomie. Hast du eine Idee, Ahnung, was ist dein Gefühl, woran liegt das? Oh, das ist schwer. Ich habe mir oft Gedanken gemacht, weil ich auch hier groß geworden bin, aber ich habe keine wirkliche Erklärung dafür, woran das liegt. Vielleicht das Angebot der Restaurants ist halt auch nicht so berauschend, sagen wir es mal so. Also es sind sehr viele alte Sachen. Vielleicht gehört einfach mal was Neues her, auch mal was, um halt was Belebendes, irgendwas Modernes, was, wir haben es ja versucht mit unserem Lokal, so irgendwas Moderneres zu machen. Ich glaube halt, dass die Leute irgendwie was Neues vielleicht brauchen. Hm. Ne? Ja, ihr habt euch ja jetzt am Sportpark da etabliert. Ihr wart vorher in der Hugenottenstraße. Ja. Ist das ein Grund, warum ihr in der Hugenottenstraße weg seid und zum Sportpark? Ja, es gab mehrere Gründe. Zum einen war die Situation dort oben in der oberen Hugenottenstraße nicht mehr unbedingt sehr, sagen wir mal, einladend für Kundschaft. Mhm. Ne? Die Gesamtsituation, ich will da nicht näher ins Detail gehen, aber halt, das wurde halt immer unangenehmer mit diesen ganzen Spielsalons und was da alles dann Spielhallen und Tipico und was da alles kam und dann als zweites natürlich die Anwohner, die sich dann halt extremst gestört gefühlt haben irgendwann durch auch das Restaurant dann, also durch den Lärm und die Leute, die da halt jeden Abend verkehren, das war, denke ich,
Für mich war es halt, hier außerhalb zu gehen, war für mich die beste Variante, weil ich hier halt meine Ruhe habe und ich störe halt hier vor allen Dingen auch niemanden in seiner Privatsphäre, und das war meine hauptsächliche Entscheidung, warum ich hierher gekommen bin und weil es sich halt ergeben hat, weil hier neu gebaut wurde und das Angebot da war. Ja, also ich meine, du, wir hatten ja eine Tour der Möglichkeiten vor einigen Wochen, als wir es noch konnten. Mhm. Und da haben wir ja einige Gastronomen auch besucht. Und das waren zwei Gründe, die wir hauptsächlich gehört haben. Das eine war Ärger mit den Anwohnern wegen der Lärmbelästigung. Ja. Und das zweite war das Sicherheitsgefühl, dass sich manche Leute nachts in der Innenstadt nicht mehr hundertprozentig sicher gefühlt haben. Das waren die beiden Gründe, die uns genannt wurden, ja. Und ich meine, denke, an beiden Punkten kann man ja, denke ich, arbeiten, ne? Also ich glaube, dass man, wenn es um Lärmbelästigung geht, dass man da versuchen sollte, mal alle an einen Tisch zu kriegen und mit den Anwohnern und den Vermietern und den Gastronomen, dass man da vielleicht auch einen gemeinsamen Nenner hinkriegen kann, oder? Müsste man probieren. Auf jeden Fall wäre das mal eine Möglichkeit. Vielleicht sollte man sich auch mal alle zusammen, vielleicht wäre Reden vielleicht wirklich mal eine Hilfe. Ich glaube, daran liegt das Hauptproblem, dass man nicht miteinander redet. Gell? Ja, wir hatten dabei auch eine Wirtin getroffen, eine alte Wirtin, die zwei Lokale in Friedrichsdorf aufgegeben hat. Und sie hat gesagt, dass sie genau diesen Wunsch mal an die Stadt herangetragen hat, dass die Stadt so ein bisschen moderater spielt und versucht mal mit allen ein Gespräch zu initiieren, alle an einen Tisch zu holen, dass die Stadt aber das damals nicht gewollt hätte, und daraufhin hat sie ihre beiden Lokale aufgegeben. Aber ich denke, das ist ein Ansatz, den wir einfach mal versuchen sollten. Natürlich. Man sollte, denke ich, zumindest den Versuch starten, dass man sich vielleicht austauscht und da eine Einigung findet, womit alle glücklich sein können. Ne? Okay. Gibt es denn Ideen? Also wenn jetzt irgendwann der Lockdown vorbei ist, wir haben wieder, ihr könnt wieder richtig öffnen. Gibt es denn da schon Ideen? Habt ihr Vorstellungen, was man machen könnte, um das Ganze wieder ein bisschen ans Laufen zu bringen, um so ein Beschleuniger, so ein richtiger, dass man am Anfang richtig Gas geben kann? Ich denke, der Beschleuniger wird in erster Linie von alleine kommen, dadurch, dass wie du und ich auch, jeder Mensch so langsam es vermisst, einfach rauszugehen. Ich mache mir keine Sorgen um die Zeit nach Corona. Ich mache mir Sorgen, dass man diese Zeit überlebt. Ne? Um die Zeit nach Corona mache ich mir weniger Sorgen, weil ich denke, dass viele Leute, so wie ich, mit Kindern zu Hause sind und so langsam denen die Decke auf den Kopf fällt und die sich freuen, sobald sie wieder ein bisschen, sagen wir mal, ein Stückchen weit Lebensqualität wieder zurückbekommen. Ne? Mhm. Ich wüsste auch nicht, was man machen kann. Also womit man das Ganze... Ja, es gibt ja, also andere Städte machen das, zum Beispiel Frankfurt. Die haben einen sogenannten Frankfurt-Plan entworfen und machen sich Gedanken, was können wir machen, wenn es wieder losgeht. Also die machen sich so Gedanken wie, wir machen den ÖPNV günstiger, um die Leute dann auch wirklich in die Stadt zu bekommen. Die machen planen verschiedene Festivals. Wollen dann leerstehende Läden. An sowas hatte ich noch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Natürlich, an so eine Idee. Für mich ist Corona noch zu weit weg, um so viel, also Ende der Corona-Maßnahmen noch so weit weg, wirklich, dass ich mir vorstellen könnte. Natürlich würde ich mich über hier, wir haben ja hier die Sommerbrücke, vielleicht das Ganze mal auszubauen, dass es nicht nur 3 Wochen geht, sondern vielleicht ein bisschen länger. Einfach nur, um wieder, ich denke, dass jeder Mensch sich darüber freut, weil wir einfach wirklich jetzt die letzten 1,5 Jahre oder das letzte Jahr wirklich keine wirkliche Freude hatten, außer im Sommer ein paar Monate. Ansonsten war das ja wirklich relativ langweilig. Das wäre natürlich eine super tolle Idee, wenn man sich da irgendwie einigen könnte, dass man kulturell ein paar Monate oder einen Monat oder 2 Monate was machen könnte, wäre das natürlich würde das auch die Wirtschaft ankurbeln für uns. In unserem Bereich. Oder ist der Hugenottenmarkt, wenn der richtig vielleicht wieder gemacht werden würde, wäre das natürlich für die komplette Gastronomie in der Innenstadt super. Sowas. Also ich denke, da hat jeder Gastronom, jeder Einzelhändler hat da so seinen Punkt. Ja? Ich habe gestern oder vorgestern im Gespräch gehört, es wäre schön, wenn man weiterhin, sag ich mal, Ständer, Plakatständer nach draußen stellen könnte, ohne dafür Gebühren zu zahlen. Oder wenn man eine Parkfläche vorm Restaurant hat, dass man die auch weiterhin nutzen kann für Tische und Spiele, ohne dafür Gebühr zu zahlen. Einfach wirklich so ein Maßnahmenpaket zu schnüren. Sowas? Ja. Sowas wäre natürlich super. Okay. Ne? Also ich
ich hoffe, dass ich mit der Idee nicht alleine bin. Ich werde da mal auch beim Gewerbeverein anklopfen. Wäre schön, wenn wir da alle an einen Tisch bekämen. Und gerne, gerne. Also von meiner Seite, ich bin da sofort dabei. Also wunderbar. Ich denke sowieso generell, unabhängig von Corona, das wurde wirklich allerhöchste Zeit, dass man da mal generell Hand anlegt an alles, was so die Stadt Friedrichsdorf betrifft, was die Feiern betrifft, weil das alles meiner Meinung nach ein bisschen im Stich gelassen wurde, so mehr oder weniger die letzten Jahre, alles so. Ich erinnere mich, als ich jung war, gab es den Hugenottenmarkt, der war so toll, der hat noch nicht mal mehr wirklich ein das ist langweilig geworden, dieses Fest. Das war mal früher, wirklich in den 90er Jahren oder Anfang 2000er, war das so ein tolles Fest. Die Leute kamen sogar von außerhalb, nur um da hinzukommen. Das war wirklich schön. Da waren noch viel mehr Menschen. Und jetzt, die letzten Jahre, ist das komplett untergegangen. Okay. Ja, müssen wir mit allen Beteiligten mal wirklich sich überlegen, woran liegt das und wie kann man es anders aufstarten? Ich meine, ja. Es gibt ja auch ein neues Team. Die sind ganz motiviert. Glaube ich, wenn die können und dürften, dann glaube ich, würde das auch wieder ein richtig schönes Fest werden. Jetzt drücken wir mal. Ja, ich freue mich drauf. Also, Alessandro, vielen Dank für deine Zeit und gerne, dass du uns ein bisschen deine sehr offene Einschätzung der Lage gegeben hast. Wir drücken euch und dir die Daumen, dass zumindest die Hilfen, die euch zugesagt wurden, dass die jetzt endlich ankommen. Nicht nur die Novemberhilfen, sondern auch die für Dezember und Januar. Und dann freuen wir uns alle drauf, dann bald wieder auf ein Glas Wein und auf einen gemütlichen Abend bei dir vorbeizukommen. Gerne, gerne, sehr gerne. Freuen wir uns auch drauf. Ja, da möchte ich noch ganz kurz hinweisen auf unsere nächsten Veranstaltungen. Wir werden am 4. Februar unsere nächste Tour der Möglichkeiten machen, diesmal zum Thema Sicherheit. Ist ja auch heute ein bisschen angeklungen, das ist durchaus ein Thema in Friedrichsdorf. Also 4. Februar, Tour der Möglichkeiten zum Thema Sicherheit. Und dann habe ich ja noch mein Angebot des Dialoges, bin jeden Freitag 16 Uhr für Sie erreichbar. Und so die Kontaktdaten für diesen Dialog und auch zur nächsten Tour der Möglichkeit finden Sie auf meiner Webseite jochen-kilp.de. Ich freue mich, wenn Sie mal vorbeischauen. Alessandro, bis zum nächsten Mal. Gerne, vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.